So, bei Braun Cash, der R34 tunet sich immer noch nicht von alleine. Ich weiß nicht, warum ich meine Sätze gerade wiederhole. Ich bin irgendwie gerade ein bisschen durcheinander in der Ecke. Und gib ihm. Wo kam die Polizei jetzt her? Die war auf der Gegenspur, die hat er gar nicht verloren, so. Da sind wir noch nicht dran schuld. Wir sind keine Street Racer, wenn wir uns an die Straßenverkehrsordnung halten. Hoppala. Ja, das ist das Tastaturtrauma. An sich ist es ein Lenkradtrauma. Kack, Fernsehquiel, Alter. Aber jetzt weiß ich auch, warum ich das damals noch nicht hatte, meine. Obwohl, nee, es hatte schon Lenkrad-Support zum Start hin. Das stimmt. Ja, 2015 Need for Speed hatte direkt Lenkrad-Support. Weil es war ja das große Feature, was mit dem PC kam, dass es Lenkrad-Support gab. Ich ziehe die ganz minimal ab, würde ich behaupten. Aber auch nur minimal. Das Rätsel geht aber auch saugut, das Ding, ey. Ja, verdammt gut in die Wand. Verdammt gut in die Wand. Verdammt gut in die Wand ging das. 1A. Gerne wieder. Vorsprung ist immer noch da. Hier war so eine Kackbodenwelle, ne? Mal kurz zum Gas. Ja, sonst geht es nämlich geradeaus in die Wand rein. Das können wir gerne vermeiden. Und sonst ist das wirklich nur gib ihm richtig Vollgas Autobahn. Alter, teilweise die Karren gerade so halt, das ist wie dieser Fahrerphysik, aber manchmal auch so eine Sache für sich, ne? Also das gerade aufschaukeln und dann an irgendeiner Wand hängen zu bleiben, das war jetzt nicht meine Schuld. Da, so, da lasse ich mich jetzt aber nicht mit rein, das lasse ich mir jetzt aber nicht in den Schuh schieben. Da habe ich nichts gemacht. Da war ich jetzt sehr, sehr unbeteiligt. Aua. Dass die Figur halt immer noch keine Lenkradbewegung macht, ne? Ist halt irgendwie, das triggert mich nur ganz leicht. Stimmt, bei Level 25 können wir gegen Eddie ran, ne? Stimmt, ja, ja, ja. Da können wir. Ja, jetzt stimmt, wir sind Level 25. Aber wir müssen noch ein bisschen tunen. Wow, das war ein Spaß. Ich melde mich, wenn ich nächstes Mal ein Rennen organisiere. Diffusoren, oh. Ja, wir können jetzt gegen Eddie ran, ne? Oder können wir schon gegen Eddie? Der Level 25, also theoretisch müsste Travis jetzt mal langsam eigentlich mal kurz so mal kurz durchtelefonieren, so hey bro. So ungefähr, ne, ihr wisst, wie ich das meine. Okay, dann nicht. Dann pimp ich mal kurz weiter den Skyline. I should keep energy. Ich weiß gar nicht, ob ein Skyline. Kann man mit dem Skyline Diffusor ranballern? Ach stimmt, ja. Okay. Wir machen gleich auf jeden Fall Leistung. Jetzt noch mal eine Frage. Bodykit, also White Bodykit oder komplett auf V-Spec bauen? Also Rennkit oder V-Spec? Was wäre euch lieber? Das komplett assige oder nicht? Ne, PC-Designs sind nur am PC, Xbox sind nur am Xbox. Das ist leider plattformgebunden. V-Spec, V-Spec, Z-Tune, ja, ihr wisst, was ich meine, nicht Renn-Cute. Assig, nicht, V-Spec, Rennen, V-Spec, komplett Assi, V-Spec, Assi. Assi, Assi, sieht. Der Fake kriegt er auch noch. Okay, ich werde natürlich ein Z-Tune machen. Wahrscheinlich. Gucken wir mal. So, jetzt müssen wir eigentlich erstmal Leistung machen. Wir haben auch schon sehr viel mittlerweile von den hohen Teilen frei, das ist geil, ne? Nitro brauche ich auf jeden Fall. Aber das größte ist schon frei, ne, Level 36 erst. Ja, 4-7, sehr gut.
Okay, ASC, da macht eine Abstimmung, okay. Ich kann den, ich baue den Skyline jetzt leistungstechnisch schon mal auf und ASC, da macht eine Abstimmung fertig dafür, wie es aussieht, was für ein Kit wir dran ballern werden. Also ob, also egal, ihr wisst, V-Spec oder Z-Tune, da werde ich gucken, was ich nehme, eins von beiden. Oder eben das Rennkit. Das Rennkit oder eins der anderen Sachen. So sieht's aus. So, da könnt ihr da mal schön abstimmen. So, Turbo kann ich mir nicht leisten, da haben wir keinen Cash mehr für. Aber den Rest können wir gerade noch schön reinzimmern, weil dann geht das geile Wissen schon mal ein bisschen voran. Da kann man den Wissen schon mal nutzen. Hallo. Weil dann fährt er sich schon. Kann man Wissen schon mal mitfahren, ohne dass er komplett an sich selbst stirbt. Motorblock kann ich mir auch gerade nicht mehr leisten. Nockenwellen. Können wir uns noch leisten, sehr gut. Ja, jetzt einmal einbauen wieder. Dankeschön. So, jetzt haben wir keinen Cash mehr, aber wir haben den Skyline soweit erstmal fertig. Und Travis ruft an. Ja, guten Tag. Der erste Schritt ist getan. Melissa, die Eddies Challenge organisiert, will dich unbedingt dabei haben. Lass dein Handy an. Sie wird dich anrufen. Okay, machen wir. Nee, einfach nur Rennkit oder normales Tuning. Rennkit oder normales Tuning, Anna Cesar. Nichts anderes. Also mehr will ich gar nicht. Das reicht mir schon. Hey, ich bin's. Wahrheit oder Pflicht? Du hast Pflicht. Tune deinen Wagen und teste ihn. Die Gänge müssen passen und du brauchst eine gute, glatte Gerade. Also los. Bis später, Mann. Vielleicht hat Travis was Größeres. Ja, genau. So, wir gehen aber mal raus. Also wir können jetzt theoretisch die Eddie-Sachen schon machen. Aber wir wollen die Skyline erstmal noch fertig machen. Der Skyline soll ja fertig sein für Eddie. Der Eddie soll ja Angst kriegen. So, Anastasia hat einen Strawpoll offen. Die lassen wir jetzt mal kurz ein bisschen laufen. Du musst mir dann nur gleich Bescheid geben, weil ich kann jetzt nicht auf den Link klicken, weil sonst klicke ich aus dem Spiel raus. Funktioniert leider nicht. Stimmt aber auf dem Link ab. Also jetzt nicht auf YouTube, wenn ihr das sehen solltet. Guten Tag, Herr Officer. Sondern die gerade im Stream aktiv sind. Und dann schauen wir mal, was es Schöne gibt. Bis 3:22 erreichen, das schaffen wir mit Skyline leider noch nicht. Das gibt leider noch keinen, aber wir können mal ein schönes Zeitfahren für den netten Spike machen. Genau, bis 13:10 habt ihr Zeit zum Abstimmen. Und dann sehen wir ja, was es gibt. Alter, der Spoiler ist halt schon so überdimensioniert groß zum, zum Serienbodykit, Junge, Junge. Okay, darauf haben wir hingearbeitet. Brich deinen Rekord. Jetzt bin ich mal gespannt, was er so kann mit Serienleistung. Also ich habe ja mit Serienleistung. Er ist ja nicht krass getuned, unser S13 ist ja noch schneller. Er ist auch nicht super langsam, aber da geht noch ein bisschen. Alter, der Spoiler ist so riesig. Es brennt halt die scheiß Karre. Was sagt der Schiff zum Spoiler? Ich glaube, er lacht ziemlich laut. Und weint dann und weiß nicht, was er damit anfangen soll. Oder bloß ernst meinst. Ah, Melissa ruft an. Ja, guten Tag, hab grad Zeit. Dein Kumpel Travis hat sich für dich eingesetzt. Das heißt, du bist gut genug für unsere Show. Es wird 15 Rennen geben, in denen das beste Starterfeld in Ventura bestimmt wird. Am Ende gibt es dann den Showdown mit Eddie. Bist du dabei? Mit Eddie. Unsere App, um die Rennen zu verfolgen. Ich schicke dir den Link. Bis dann. Dankeschön. So, wir können die Eddie-Challenge machen. Die fangen, wie gesagt, erst dann, wenn der Skyline auch vernünftig getuned ist, weil, naja, wenn man am Ende gegen Eddie antritt, dann braucht man auch ein Auto, wo man sich denkt, so, ja, damit kann ich Eddie auf jeden Fall mal richtig einen Ruf hauen. So, Spike soll mir egal sein, wenn er mir wegzieht. Es geht ja auch um meine Zeit. Der große Spoiler könnte mir vielleicht ein bisschen Topspeed killen. Aber Nachricht bekommen. Nice. Alter Spike, sag mal, bist du gerade komplett besoffen? Halt die Karre mal gerade. Was ist denn los mit dem Jungen? Aua. Grüß dich, Spike. Hoppa, ich muss da rüber. Komm, gib Gas mit dem M2. Der Spoiler ist zu klein, sehe ich auch so. Der müsste eigentlich zwei Spuren auskleiden, komplett. Dann ist der Spoiler groß genug. Zwei Fahrspuren und ich bin glücklich. Folgende Sache muss ich auch noch machen. Eine Outlaw-Sache haben wir ja noch gar nicht fortgeschritten. Die muss ich ja auch noch angehen. Das ist natürlich super lustig, weil wir das am Ende machen mit einem voll aufgebauten Auto, aber hey. Ganz knappe Kiste. Da bin ich mal gespannt, was gleich für ein Kit wird. Hi, Melissa hier nochmal. Die
Challenge-App sagt dir, wann, wo, was passiert und zeigt Ergebnisse und Daten deines nächsten Laufs an. Die Gewinner kommen weiter, ganz einfach. Die ersten Event-Infos sind da. Wirf gleich einen Blick auf die App. Okay, okay, ja. Wie gesagt, muss noch ein bisschen warten. Der Skyline ist noch nicht fertig gepimpt. Soll ja keine Blamage gegen Eddie werden. Obwohl wir vorher natürlich schon ein paar Rennen zu tun haben, aber dennoch. Ach, fuck it, Alter. Gut, Zeit, ich schaff's locker. Spike soll mich ruhig überholen, ist ja egal. Der ist ja nicht relevant. So, jetzt bin ich mal gespannt. 13:10, bin ich mal gespannt, was gewonnen hat. Kurz auf die Abstimmung ab, können wir nicht gerade mal gegen Skyline gleich mal pimpen. Oder wir warten kurz auf Spike ab. Ne, Robin war es, Entschuldigung. Ne, Spike, hä? Ne, war Spike doch. Das geht los, Babe. Also komm schnell her. Okay, normale Kit, 48 von 93 Stimmen waren fürs normale Kit. Das war aber sehr knapp dann, alter Verwalter. Das war aber wirklich sehr, sehr knapp. Okay, dann werden wir ein normales Kit an den Skyline ballern. Der Spoiler bleibt drauf, versteht sich. Der Spoiler bleibt natürlich drauf, weil ich finde den viel zu cool. So, gut, dann gucken wir mal, was wir hier machen. Z-Tune, V-Spec 2, ich bin da ein bisschen am überlegen. Thunder Racing machen wir nicht. Wir machen Z-Tune, finde ich am geilsten. So, Stoßstange. V-Spec 2 ein, das ist schon sexy. Z-Tune ist auch geil. Jetzt würde ich gerade V-Spec 2, Z-Tune, ja, Z-Tune, komm. Das ist schon mehr als sexy. V-Spec 2, da gibt es keine V-Spec. Ja, da gibt es keine Z-Tuner, ne? Dann nehmen wir V-Spec 2, passt. So, Kotflügel. Nehmen wir Z-Tune, ist ein bisschen breiter. Das ist auch nicht schlecht. So, Seitenschweller, V-Spec 2. Kommt dran. Z-Tune haben wir ja schon aktuell dran. Wir machen nochmal V-Spec 2 hier schön dran. Das ist ein bisschen breiter, der Kotflügel. So, Heckstoßstange. V-Spec 2, wie das gehört. Auspuff kommt eine richtig schöne Tröte dran. Da gibt es auch ein großes Ofenrohr von den Jungs von Sunline Racing. Das passt perfekt dazu. Schöner Diffuser noch drunter. Spoiler haben wir schon. Und jetzt brauchen wir noch ein paar schöne Felgen für den Skyline. Mal gucken, geldtechnisch dürfte es noch hinhauen, ja. Es gibt ja auch Nismo-Felgen, ist das geil. Also wir können theoretisch komplett auf Nismo gehen, wenn wir wollen. Kennzeichen geht gerade. Ich habe die Tastatur jetzt gerade nicht angeschlossen. Ich komme jetzt auch nicht gerade spontan dran. Nächstes Mal ändere ich das gerne. Jetzt können wir sich erinnern, weil ich ja weiß, woran der Fehler lag. Wir können echt Nismo. Wo waren die Nismo-Felgen denn hier nochmal? Waren die vorne? Warte mal kurz. Ich such grad. Er hat auf jeden Fall Nismo-Felgen. Gab's für den F34, das weiß ich. Mal kurz gucken, wo die waren. Waren die hinten? Ja, wo waren die? Da, Nismo, stimmt. Ja, komm, mach mal Nismo drauf, komm. Dann gehen wir komplett Nissan. Und LPN-Sticker kommt noch drauf. Ja, machen wir gleich noch. LM GT4, zack, drauf. Ich habe auch kein Geld mehr, weil ich hätte gerne noch Reifen gemacht, aber gefällt mir an sich doch schon mal ganz gut. Yo, da haut der Fabian HD5 mal ein Subscription raus für den netten One Gamer for All. Dankeschön dafür. Danke, danke. Da wird er einmal schön gegiftet. Dankeschön. So, da kommt natürlich hier der klassische LPN-Sticker, kommt natürlich auf die Heckscheibe drauf. War er nochmal? Muss ich gerade mal selber wieder suchen. Ich vergesse immer, wo meine Sticker sind. Machen wir ruhig so. Machen wir ruhig schön mittig. Das kann ruhig schön mittig sichtbar sein. So. Perfekt. Alles passt soweit. Einmal schön drauf auf die Kiste. Und ja, ich würde mich sagen. Jetzt haben wir keinen Cash mehr für Optik. Jetzt die Frage. Fangen wir jetzt schon mit Eddie an? Theoretisch können wir es schon machen und wir verdienen ja gut Geld damit und können ja am Ende die Leistkarre damit immer weiter hochpippen. Ich glaube, wir fangen schon mit Eddie an. Da habe ich Bock drauf. Wir fangen schon mit Eddie an. Alter, der Flügel ist halt so geil, ne? Fahr weiter. Ich habe nichts gemacht. Ja, komm. Fangen wir an, oder? Wir kommen sehr schnell. Fahr präzise und achte die Neuen in der Stadt. Ja, komm, fahren wir die Eddie Challenge, das fangen wir damit jetzt schon an, weil die geben uns ein bisschen gut Cash. Und dann können wir gerade gebrauchen, dann können wir den Skyline nämlich schon mal richtig schön hochpimpen. Weil dann können wir nicht auch mal ein bisschen Leistung gewinnen in der Kiste. So, die Neuen in der Stadt. Bezwinger Eddie Challenge Nummer 1. Lauf 1, Eddie's Challenge beginnt. Und ich habe
Eddie. Danke. Also, erster Lauf, erste Fahrer. Was sagst du? Die sind alle erledigt. Okay, cool. Ja, danke schön. Schönen Tag noch. Das war's mit Eddie. Das war's nochmal wieder komplett. Ein Mann weniger, aber präziser Worte. Und jetzt viel Glück da draußen. Ja, ich bin Eddie. Wir haben keine Chance auf Pista gerade. Ah, schön. Ja, es war richtig Spaß für Eddie zu fahren. Gut, dass Eddie sowas ins Leben gerufen hat. Oh, Entschuldigung, andersrum. Der Fabian HD5 hat vom One Gamer for All einen Sub bekommen. So rum, Entschuldigung, manchmal lese ich da ein bisschen falsch. Andersrum, sorry. Danke an One Gamer for All fürs Giften. So rum. Das ist Eddie Murphy, genau, ja, richtig. War ja auch schon Underground 1 drin bei Eddie Murphy. Ich mag jetzt keinen Optik jetzt schon sehr, ne? Das Ding ist halt schon jetzt ein echtes Brett, ey. Also, so wie der Spoiler auch. Der ist halt auch ein echtes Brett, da kannst du theoretisch drauf bügeln und es wird ihn nicht jocken, glaube ich. So, untere Nummer 1 geht schon mal an uns. Stimmt, was macht Eddie Murphy eigentlich? Keine Ahnung, was Eddie Murphy macht. Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, läuft gerade Pursuit-Musik. Fällt mir auch auf. Hab ich schon Pursuit-Musik? Schade nie. Vielleicht, wenn man Skyline fährt. Dann sowieso nicht. Ah, schön in Skyline. Immer mit Liebe, mit der Heckparty in die Betonmauer. Der ist auch zu breit, die Karre. Der muss ja auch, ja, ein bisschen schmaler, eindeutig. Da kriegst du ja keine Parkplätze so, ne? Was machst du dann? Einfach mal das Geil in die Wand kloppen. Wenn Nissan nicht dran gedacht hat, muss man halt selber ein bisschen überarbeiten. Und nein, ich mag den Spoiler. Ich bin ein sehr großer Fan dieses Spoilers. Weil er halt so riesig und total deplatziert wirkt, bleibt er drauf. Aus dem Grund ist mir dieser Spoiler nämlich sympathisch. Er ist wie ich, deplatziert und steht im Weg herum. Sehr schön. Das kenne ich mich auch gut. So, Runde Nummer 1 haben wir schon mal wunderschön abgeschlossen. Gibt nochmal gut Respekt drauf. Und Level 26, ja, nice. Melissa nochmal. Die ersten Verlierer sind raus und wir sind weiter. Die Daten fürs nächste Event sind da. Also check deine Apps. Aber wieso sagt sie denn, wir sind weiter? Die fährt doch gar nicht mit, sie organisiert die Scheiße doch. Sie kann doch nicht sagen, wir sind weiter, wenn sie... Das macht ja gar keinen Sinn. Die hat ja gar keine Ahnung, was sie da redet, die arme Dame. Ich glaube, sie ist verwirrt. Ich glaube, Melissa ist sehr verwirrt. Es sind auch ein paar Jahre her. Es sind insgesamt 12 Jahre her. Also damals, wo das Spiel rauskam. Mittlerweile sind es doch ein paar mehr Jahre her. Mittlerweile sind es echt schon 16 Jahre. Heieieiei, die Zeit vergeht, ah. Nicht gut. Lauf 2. An den Start. Zeig's allen. Aber erst Need for Speed. Ah, stimmt, yo, die haben ja einfach die Musik hinzugefügt von alten Need for Speed Teilen. Bei Eddie Challenge laufen hier nur alte Need for Speed Lieder. Stimmt, da war ja was. Ich erinnere mich. Sehr geil. Stimmt, ja, da war ja was. Oh, die Karren sind schon geil, der Fox Body und der M3. Muss ich leider sagen, die sahen beide schon sehr sexy aus. Carbon-Musik ist am Stissel. Nice. Ja, die Beine sind auf jeden Fall nicht gerade unlangsam. Die sind gut flott, ey. Ich muss auch dran denken, dass wir vorher irgendwann zwischendrin nochmal die Karre ein wenig umbauen, weil wir auf jeden Fall ein bisschen Leistung brauchen werden. Weil auf Dauer ist das Geile nämlich zu langsam. Wir haben ja noch einige Teile über, die wir einbauen können. Dementsprechend müssen wir dem Sky natürlich noch ein bisschen seiner Leistungsspitze geben. Aber momentan ist er leistungsfähig ein bisschen mehr. Wir haben ja noch keinen größeren Turbo drin. Das ist allein noch ein Punkt, der auf jeden Fall noch folgen muss. Weil damit viel Leistung hier noch holst. Na komm, geh rum. Dann halt nicht. Ach, verdammt.
gerade viel zu viel gerade. Wir haben noch nicht so viel Topspeed, ey. Wir schaffen ja nicht mal 300. Alles gut ist, wenn wir 320 schaffen, freut Amy sicher auch. Ne? Dann kriegen wir bei der auch neue Aufgaben, weil die wir ja das für ein Auto bauen, was 320 schafft. Ich glaube, unser S13 schafft das mittlerweile. Ich bin mir jetzt sicher. Aber nee, ganz knapp nicht, glaube ich. Ne? Das Geile sollten wir aber auch 320 locker kriegen. Läuft hier am Ende noch sehr schön, ne? Also, das muss ich jetzt gar nicht erlassen. Er liegt halt viel, viel stabiler als die S13 bei so einem Speed. Ja, das Problem ist, dass die da am Rumwackeln ist und rumschwingen und du die Karre irgendwie erstmal im Griff halten musst. Und der Skyline macht das Ganze spannend. Er ist super ruhig dabei. Super geil. So, Challenge Nummer 2, easy. Dachte ich mir. Ich lasse mich nicht leicht beeindrucken. Das dachte ich mir. Aber du hast es bis hierher geschafft. Beeindruckend. Das nächste Rennen steht an. Check deine App. Ja, Mann. Ja, also das Einzige, was ich nicht mag, ist die deutsche Synchronsprecher von Midisade im Spiel. Das ist eine absolute Vollkatastrophe. Also, das ist ja gar nicht beeindruckend. Nicht. Hier ist die neue Rennen. Check deine App. Diese Betonung ist so komisch. So redet kein Mensch. Also redet halt wirklich kein Mensch. Das ist ja der Wahnsinn. Wie hast du das nur geschafft? Da muss ich mich voll anstrengen, dass ich so rede. Und es klingt halt einfach hart behelmert. So, wir haben 14.000. Dafür könnte ich noch keinen Turbo kaufen, glaube ich, ne? Nein, nada, niente Turbo. Aber Motorblock geht, ne? Motorblock geht, sehr schön. Da können wir jetzt mal ein paar restliche Sachen noch machen. Zylinderkopf können wir machen. Abgas können wir vielleicht. Ja, können wir auch, sehr gut. Auspuff. Können wir auch schon. Oder wir sind wieder pleite. Aber, was haben wir jetzt für Topspeed mittlerweile? 331, oh, der Skyline schafft die 320, die Amy möchte, sehr gut. Es fällt mir gerade auf, dass die Dame, die am Ende von anderen besiegen muss, auch Melissa ist. Das ist dieselbe Dame. Melissa ist ja die Freundin von Eddie und die besiegt man am Ende. Das ist ja, also Melissa aus Underground 1 ist die Melissa, die hier auch hier ist, das ist die. Das ist ja die Freundin von dem, deswegen. Also Eddie hat man besiegt, danach hat er seine Freundin besiegt. Ja, seine Freundin veranstaltet dieses Turnier, wo er als Bossgegner ist, obwohl sie der geil schwere Fahrer ist. So, nächste Challenge. Kleine Schritte, ja, das ist ja schön. Ein Zeitrennen. Ich hätte jetzt gerne eine Strecke, wo ich 320 fahren könnte, aber dann könnte ich nämlich kurz mal Amy triggern, aber naja. Besser als Rachel, das ist ja geil gedacht. Stimmt, die hat also auch so komisch benutzt. Das ist ja geil. Okay, fangen wir an. Lauf 3 geht los. Da kam mir gerade irgendwer entgegengehackt im Tunnel auf jeden Fall. Also, so klang der Skyline nämlich nicht. Kommt ein echter Spieler? Okay, ist schon wieder weg, vergessen wir das. Schönes Zeitrennen. Das Geile hat jetzt schon ein bisschen Bums, wir brauchen noch einen großen Turbo. Aber wir brauchen aber fast 20 Grad und ist ein bisschen Magneten, die da zusammenkommen müssen. Das wird noch ein bisschen dauern. Also dann können wir schon mal mit dem auf dem Tempo fahren. Der ist jetzt schon nicht langsam, ist jetzt auf jeden Fall jetzt schon unser schnellstes Auto in unserer Garage mit den 33 km/h Topspeed. Die schafft keine andere Kiste bei uns. Dementsprechend. Ah, stimmt, bei Rundkurs für Zeit fahren, okay. Da ja, führen wir momentan locker. Ich hasse nur diese Abkürzung über die Wiese, weil es ist halt uneben. Wir fahren den fucking Skyline, den ballert man nicht quer über den Feld. Im Normalfall, wenn man nicht komplett geistig gestört ist. Und wir sind ein bisschen logisch denkt. Oh, bisschen weit, bisschen weit, bisschen weit. Ja, im F430 ist Spieler ein bisschen enttäuscht, wie sehr man den nur tunen kann. Also an sich von den Tuning-Omas umfahrig ist der F430 im Spieler so ein bisschen mehr. Der hat halt nicht so viele Teile, wie man eigentlich von dem F430 erwartet. Klar, eigentlich will man den gar nicht tun, weil der F430-Serie ja schon sehr gut aussieht. Aber an sich ist ja auch eine Tuning-Ikone, ne? Gewissermaßen. Oh, ich bin nur noch Vierter von der Zeit. Heilige Scheiße, was sind die so schnell geworden?
Wie haben die mich in der Zeit nicht überholt, wenn die so viel schneller sind? Was ist da los? Ich hab jetzt auch nicht so voll entspannt, so, oh ja, easy going, kurz noch, gar kein Thema. Ach gut, kein Thema, easy. Aber geschafft, finde. Also deutlich was nicht. Vielleicht noch mal ein bisschen mehr rausholen hier. Schön eng fahren, damit wir nicht so weit rausrutschen, kostet mich Zeit. Ja, ist halt noch mal besser, ne? Ja, sehr schön. Wo war eine 37er raus? Was haben wir jetzt rausgeholt? Ja, okay, easy. Das Ding haben wir jetzt doch in der Tasche. Ich dachte jetzt so, ui, das wird aber schwer, aber... Ja, gut. Ich bin doch zwei... Will der mich gerade? Der will mich doch triggern, Alter. Also gar kein Thema, mach mal locker. Zack, 2 Sekunden vor Schluss, zweiter. Geil, geil, macht Spaß. So mag ich meine KI. Schön den Spielern so 2 Sekunden vor Ende triggern. Geil. Gerne wieder. Oh, schön. Runde Nummer 2. Okay, fangen wir an. Lauf 3 geht los. Willst du auch mal wieder was in Richtung Roleplay machen für WoW Live? Ich bin am überlegen, so die GTA 5 Roleplay Sachen mir mal anzuschauen. Ich bin am gucken, vielleicht. Also ich hätte schon Bock drauf. Müssen wir mal schauen, vielleicht machen wir das mal. Oder muss ich halt auf jeden Fall regelmäßiger streamen, weil sowas kannst du halt nicht nur einmal in der Woche machen. Also es wäre, ich hätte da schon Bock drauf, müssen wir mal gucken. Könnt ihr mir ja schreiben, ob jeder Bock hat, wenn es geht ja vom Roleplay. Ich müsste mich da mal ein bisschen einfuchsen, wie das Ganze funktioniert. Ich habe nämlich noch gar keinen Plan von. Aber ich habe WoW Live damals ja auch gerne gemacht. Wie funktioniert das eigentlich? Redet man über das Mikro dann über Push-to-Talker mit den anderen Leuten oder wie läuft das Ganze? Aber es ist ja natürlich ein bisschen moderner als mittlerweile als bei GTA San Andreas, wo man alles über den Chat gemacht hat. Da gab es ja noch keine Spracheingabe oder irgendwas. Boah, der Soundtrack ist ja, pumpst ja gerade mal richtig rein. Junge, 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 scheppert das. Bei der Musik müsste man es jetzt eigentlich gewinnen, ne? Alter, Junge, die ist ja komplett am Ausrasten gerade. Okay, okay, wir gewinnen das ja schon. Berüchtigte Musik, wenn es sein muss. Ah, okay, TeamSpeak und Discord, das ist okay, okay. Ja, will ich mich mal reinfuchsen. Ja, von Homestead oder sowas habe ich auch schon mal gehört von dem Server. Ich muss noch mal schauen, wo ich was drauf mache. Also, wer irgendwer Ahnung von, wer von euch irgendwie aktiv GTA 5 Roleplay spielt, kann mir das gerne mal ein bisschen erklären. Also am besten mal, also nicht jetzt hier im Chat, das ist ein bisschen komplizierter, sondern am besten einfach mal hier auf meine Mail anschreiben, lpn5kontakt@gmail.com. Also wer irgendwer von euch aktiv das spielt und viel Ahnung davon hat, wie das Ganze funktioniert und was er empfehlen kann, gerne mal mir eine Mail schicken und das Ganze mal erklären. Weil ich habe an sich Bock drauf, aber wie gesagt, ich habe von der Materie so keine Ahnung. Bevor ich dann einfach so ohne Plan da reingehe, ist es für den Stream vielleicht ganz hilfreich, wenn ich schon mal ein bisschen eine Vorahnung habe. Das wäre ganz cool. Aber wie gesagt, von Homestead habe ich auch schon gehört. Das wäre relativ gut sein sollen. Und dann messen wir uns jetzt gerade nochmal. Ja, sehr gut. Das dürfte jetzt eigentlich das Ding sein. Ja gut, ich hab auch schon mit da mit Mafuyo und dem Dennis und sowas ein bisschen mitbekommen, aber der hat irgendwie auf jedem Server geführt Probleme. Nicht, dass ich was gegen ihn sagen möchte, aber ich hab's halt nur, ich krieg's. Ist schon wieder nur 4, aber was ist denn? Alter, jetzt triggert mich hier gerade. Ich lese mal kurz den Chat wieder. Ich krieg sonst gleich einen Anfall, Alter. Schon wieder nur 4. Ey, was ist denn los, dass ich in der letzten Runde meinen, immer komplett ausrasten zu müssen von den Zeiten? Maver lpn05kontakt@gmail.com. Wie gesagt, wenn ihr Ahnung von guten GTA 5 Roleplay-Servern habt, bitte gerne einfach mal reinschreiben, mir eine Mail schicken und dann kann man sich das gerne mal anschauen. Wie gesagt, ich habe da an sich Bock drauf, aber wie gesagt, ich bin da halt einfach sowas von unerfahren.
Deswegen schauen wir mal. So, gucken wir mal. Noch ein Versuch. Okay. Wenn da jemand Ahnung hat, gerne mich ein bisschen aufklären, weil ich habe Bock drauf, aber wie gesagt, ich bin halt in dieser Szene überhaupt nicht bewandert mehr. GTA 5, GTA San Andreas ist schon ewig, was das Thema angeht. So, man muss hier so kacke schnell sein. Aber ja, hat jemand recht, nicht im Drift benutzen, weil im Drift wird man sowieso schon schneller. Da bringt dann das nichts, das ist richtig. Ich weiß nicht, warum ich das mal mache. Ich sehe lieber nach dem Drift zum Rausbeschleunigen am besten. Na, zu viel Winkel. Soundtrack ist halt geil, die ganzen Need for Speed, die da laufen, ist halt super fett. Das hätte ich mir für Payback auch gewünscht, ey. Aber Need for Speed 2015 hat eh eine ganz eigene Atmosphäre irgendwie. Oh, komm schon, ey. Das Problem ist, die ganze Zeit kann ich mich nicht an den Zeiten ausrichten. Die fahren in der letzten Runde immer noch mal alle schneller, komischerweise. Was nicht unbedingt hilfreich ist. Mal schauen, dass wir uns jetzt hier mal ein bisschen besser positionieren. Nicht ganz so langsam unterwegs, glaube ich. Ah, zu weit. Scheiße. Das hat Zeit gekostet. Ah, noch fast eine Sekunde rausgeholt gerade. Alter, wieder nur zwei, das kann doch gar nicht sein. Wo holt er denn die Zeit her? Fresse, Amy, keine Zeit. Erreichst du schon den oberen Bereich? Wenn noch was fehlt, zurück in die Werkstatt. Weiter tunen. Viel Glück. Ciao. Oh, an der Wand hängen geblieben, scheiße. Ich müsste eine halbe Sekunde rausholen. Nee, habe ich ja nicht geschafft. Kann ich schon wieder neu starten. Alter, das kann doch nicht sein, ey. Dankeschön, werde ich mir dann gleich mal alles durchlesen. Nächster Versuch. Alter, ist das hart, ey. Ich brauche echt mehr Leistung. Karrest du langsam. Der Technik vom Fahren wird besser. Ich habe immer mehr Flow gerade auf dieser Strecke. Ich erinnere mich aber auch, dass die damals auch schon hart war. Ich habe da was im Kopf. Ich fahre gerade die ganze Zeit gegen den Leitplank in der ersten Runde. Jetzt ist schon mal scheiße. Gefühlt habe ich wirklich nur in der letzten Runde eine gute Zeit fahren, ne? Kommt mir auch so vor. Spiel ich sonst abstraft. Wand, egal. Mikro. Ah, diesmal hier nicht so viel Speed verloren, sehr gut. Jetzt für eine Zeit fahren hier. Das ist schon mal nicht ganz so verkehrt. Ein bisschen improven, da geht noch was.
gestartet. So, nochmal schneller. 35,89, das ist schon mal sehr gut. Hat die KI, glaube ich, vorher nicht geschafft. Das kann doch nicht sein, der will mich doch triggern, oder? 35,83, Alter, ist eigentlich dein scheiß Ernst. Schon wieder neu starten. Oder bin er noch schneller geworden? Rückbar 5 langsamer. Ah, oh, ficken! Nee, reicht schon wieder. Ich kann schon wieder neu starten, das gibt's ja nicht! Oh. Junge, 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 ey, das triggert mich hart, das Rennen. Ey, jetzt 0,03, ey. Oh. Ja, ich habe auch gefühlt, die letzte Runde einfach nur noch schnell werden, die Jungs, ne? Aber ich will halt die ganze Zeit schnell fahren. Ich will nicht nur in der letzten Runde. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, dass ich wirklich sich an meiner Zeit orientieren. Das kann ja gut sein, aber ich will das jetzt auch nicht auslosen, dadurch dann erste Runde langsam fahren und in der letzten nochmal voll fliegen lassen. Da habe ich halt nicht so weit raus, kostet halt Zeit, weil ich viel mehr Strecke fahre. Aber Musik passt halt jetzt super, ne? Underground 2 haut da rein. Ah, Wand, egal, weiter geht's. Sehr schön eng, sehr gut. Wie viel Zeit habe ich? 4,8. Ja, nicht so gut die Runde. Muss schon eine 35 drin sein. Was haben wir? 35,53, das war jetzt schon mal sehr gut. Alter! 34,88, Alter, jetzt ist doch mal gut, Alter. Wo kommen denn die hauen in letzter Runde immer noch mal eine Zeit raus, die nicht mehr besichtbar ist? Ey, das gibt's ja nicht. Wir machen das jetzt mal wirklich so. Ich will mal gucken, ob ich die damit triggern kann. Ich will es einfach mal probieren, ob man das wirklich hinkriegen kann, die Fahrt zu verarschen, indem man die ganze Zeit langsam fährt und dann kurz vor Schluss nochmal eine letzte schnelle Runde rausböllert. Ich will es gerade mal probieren. Ich weiß nicht, eigentlich brauche ich mehr Leistung. Ich will mal kurz gucken, ob das wirklich ein System dahinter ist. Ich probiere es nochmal aus, ob das jetzt wirklich ein Trick ist. Wir lassen uns Runde 1 jetzt mal ewig viel Zeit. Dass wir jetzt einfach mal erstmal statt Ziel geflogen kommen, wenn wirklich Runde 1 durch ist. Ich will es einfach mal ausprobieren. Ich will es einfach nur mal kurz testen, ob das wirklich getriggert wird, ob das wirklich an deinen Zeiten bemessen wird, wie die KI drauf ist. So, lassen wir uns mal kurz Zeit. Ja, die sind eigentlich so schon ganz gut schnell, ey, Jungs. So, dann warten wir mal kurz, bis da oben die Zeit ein bisschen runterläuft. Ich will es einfach mal ausprobieren.
ob da wirklich Zusammenhang ist. Lass mal eine Route noch runterlaufen, so bei knapp über 50 fahre ich mal los. Ich fahre da komplett ohne Drift hier durch, ne? Ja, 38,6, okay, die sind schon gut schnell unterwegs. Gucken wir mal. Kann aber wirklich sein, dass sie einfach wirklich so arschschnell sind. Ich will mal kurz gucken, ob es wirklich daran messen wird. Ja, die fahren ja wirklich traumhaft die Linie, ne? Die haben keinen Rutsch, nix, ey. Die sind super schnell. Die blocken mich die trotzdem nicht. Die wollen schon trotzdem ihr Rennen fahren. Ich bin auf deren Zeiten gespannt. Ja, die können jetzt nochmal nachlegen. Ja, ich muss aber jetzt selber auch los, sonst kriege ich keine Zeit mehr. So, mal gucken. Achso, da. Das ist ein Scherz, oder? Der habe ich jetzt echt rausgeschmissen aus dem Rennen. Aber auch ohne Ankündigung so einfach so. Ja, dann schmeißen wir ihn halt aus dem Rennen raus. Tschüss! Okay, dann nicht. Okay, ich tune ihn jetzt gerade ja schon. Gut, dann fahren wir erstmal andere Rennen. Wir brauchen Geld. Wir fahren die Sachen später weiter. Na gut, dann fahren wir. Geld. Ja, wir brauchen 322 km/h. Die müssten wir eigentlich draufkriegen mit dem Skyline, oder? Also eigentlich müsste es machbar sein. Warte mal, wir können uns jetzt einfach mal kurz hier hinporten. Ich fahre Track gerade nicht, aber ich will mich mal kurz einfach hinporten. Weil 322 müssten wir hinkriegen. Da müssten wir Amy zu wissen, wie wir triggern. Oh, 320 wollte sie haben, ne? Das sollten wir hinkriegen eigentlich. Gucken wir mal. Super, dankeschön für die Infos zum GTA Roleplay. Da werde ich mal alles meine Ruhe gleich mal durchlesen nach dem Stream. Komm schon, 23, gib ihm. Ach, Kurve. Ich glaube, andere Richtung wäre sogar klüger, weil es bergab geht hier. Ich glaube, ich fahre es in die andere Richtung, gerne mal. Ja, fahren wir in die andere Richtung, bringt so keinen. Außenspiegel können jetzt im Store gekauft werden, nice. Komm. Komm, marschier. Ja. Erst da haben wir sie. 320 sind da. Bitches. Wow. Hey, Flash, ich hab deinen Post gesehen. Ja, ich bin gestorben. Alles super. Kommst zur Beerdigung? Alles super. Geil. Toll. Irre, Mann. Und passt super rein. Ich ruf dich an, okay? Du Verrückter. Bis später. Ja. Oh, 20.000 haben wir bekommen. Ja, nice. Dann können wir jetzt den Turbos mal kaufen. Wir haben eine Challenge geschafft. Ja, nice. Aber, ja gut. Wir haben die Challenge geschafft. Wir haben es geschafft, ne? Sind jetzt zwar draufgegangen, aber mein Gott. Manchmal muss man auch wortwörtlich über Leichen gehen. Also über sich selber, wenn man es so sieht. So, Turbo. Jetzt müsste es endlich gehen. Wir haben so viel nicht eingebaut in die Karre, ne? Das ist der Wahnsinn, ey. Wir mal gucken, welcher der beste von denen ist. 2,4, 2,96. Er ist Viertelmeile beschleunigen, ist er besser, Viertelmeile ist er schlechter, aber das ist mir egal. Nehmen wir den. 0 oder 100 ist mir wichtiger. Gut, jetzt haben wir 726 PS, wenn die Karre jetzt das Scheißding immer noch nicht schafft, ne? Hab ich noch ein Pickup bekommen gerade? Nee, ich wollte schon sagen. So. Dann schauen wir mal, ob wir das jetzt hinkriegen. Ich will das eigentlich, das triggert mich viel zu sehr, dass ich es nicht hinbekomme. Ich will das in dem Stream auf jeden Fall auch hinbekommen, irgendwie. Das ist auch machbar. Jetzt haben wir ja auch ein bisschen mehr Bums noch. Also eigentlich habe ich die Hoffnung, es geht. Wir können jetzt noch Reifen und so machen, das haben wir jetzt alles nicht gemacht. Da haben wir noch keine Knete für. Aber, ja, trotzdem sollte es irgendwie machbar sein. Ah, der fährt gerade das Rennen. Ah, Hilfe! Hilfe!
Schönen Tag noch, fahr das Rennen mal. Tschüss. Ich fahr dann auch mal, ne? Hallo. Hallo? Ich will gerne dieses Rennen hier fahren. Spiel! Ey, mich jetzt. Okay, wir sollten zusehen, mehr Leistung zu bekommen. Ich habe da schon ein paar Ideen, aber weißt du, es ist dein Wagen. Also gut, wir sehen uns, Mann. Dankeschön. Jetzt kann ich starten, sehr gut. Okay. Gut, gut. Okay. Oh, Problem ist, der kommt ja mit seinem Rennen auch jetzt an, ne? Ach du Kack, jetzt finden hier zwei Rennen parallel statt. Das kann ja lustig werden. Oder nee? Ich weiß nicht, ob sein Rennen hier auch noch stattfindet. Das würde mich jetzt echt interessieren. So, beste Zeit, die wir jetzt gefahren haben, 35 irgendwas sind wir besser gefahren. Mal gucken, ob der Turbo jetzt irgendwas gebracht hat. Wir haben jetzt größeren Turbo drin, wir haben auf jeden Fall mehr Bums. Gucken wir mal, ob das jetzt irgendwas geholfen hat. Boah, zu weit raus. Erste Runde können wir schon in die Tonne kloppen. Ich muss diesen. Ah! Falscher Zeitpunkt. Ich kann jetzt nicht diesen. Ah, ich hab's unterdrückt. Sehr gut. Das ist das Problem bei Spielen, wo man nicht pausieren kann. Da ist sowas extrem schwierig. Gucken wir mal. Boah, jetzt ein bisschen Chaos. Alter, was der Turbo einen Unterschied macht. Junge, das ist ja nicht normal. Einfach mal 3 Sekunden schneller wegen dem Turbo. Heilige Scheiße. Das sind ja Welten. Nee, die KI fällt jetzt auch so schnell. Rastet vielleicht aus. Gegenverkehr, schön. Geil. Das ist die Runde schon mal im Arsch. Jetzt hoffe ich nur, dass die KI nicht meint, mich zu überbieten, weil ja, die Runde gibt es ja kein. Für die nächste mal reinhauen. Oh fuck, hinten. Ja, keine Chance, Hinterachse ging weg. Ah, oh, Mann, ey. Aber wir sind eigentlich eine ganz gute Zeit gefahren. Eigentlich müssten die schon reichen. Also eigentlich müssten die 32 Sekunden echt reichen. Hoffe ich. KI hier hinten weiß nämlich nicht so ganz, um sie anzufangen, habe ich das Gefühl. Ich weiß, Camaro ist immer noch am Rumeiern. Ja, der fährt da immer die ganze Zeit im Kreis, der weiß nicht, wohin mit sich. Oh, komm schon. Ja, wir haben keine weiteren Lauf mehr. Das war schon die letzte Runde, weil so viel schneller wären wir nicht, dass wir jetzt eine 27 Sekunden Runde hinballern. Muss ich einfach hoffen, dass ich mich jetzt nicht überbietet. Da steht der nächste. Natürlich. Oh. Aber ja, das ist hier eine 35.81 gefahren. Also die Zeiten fahren die schon, aber die fahren nicht schneller. Also die 32 dürfte jetzt nicht knacken. Boah, sehr schön, ne? Siehst du, ein größerer Turbo, zack, Rennen gewonnen. Was sowas schon ausmacht, das ist schon krass, ey. Hätte ich halt jetzt nicht beim Need for Speed so krass erwartet, aber 3 Sekunden ist schon eine Nummer, ey. Und er wäre noch mehr gegangen. Ich habe ja nur eine gute Runde leider geschafft. Melissa nochmal. Du gehst wirklich deinen Weg. Gut, ich habe den nächsten Lauf in der App gepostet. Sieh es dir an. Ja, ich muss sagen, machen wir mal schön direkt weiter mit der App, ne? Da sind wir gerade schön dabei. Gutes Karma, Rundkursrennen. Das machen wir jetzt noch auf jeden Fall. Ich glaube, bis 14 Uhr streamen ungefähr für heute. Und dann geht es nächste Woche weiter. Nebenbei, wer interessiert, wie nächste Woche der Streamplan aussieht, entweder spät heute Abend oder morgen früh mal hier auf Twitch reinschauen. Das Pausenbild, wenn der Stream offline ist, das passe ich ja immer dazu an, was in dieser Woche dann für Streams geplant sind. Da könnt ihr dann schon mal reinschauen und mal gucken, was in die Woche wann kommt. Weil noch habe ich selber noch keine Vorahnung. Vor Sonntags wie immer wird um 12 Uhr aber wie immer Need for Speed 12.15 kommen. Also der Sonntagsstream wird erstmal so bleiben. Nur unter der Woche gibt es ja dann noch ein paar andere Streams. Wer da Bock hat, reinzuschauen. Ich wollte gerade für den Rennnamen ich glaube, da gab es erstmal Standing Ovations in der Entwicklergruppe. So, nehmen wir es mit Karma. Das ist gut, das ist das Bro, das ist cool. Und dann erstmal gab es erstmal Brofist mit Monster Energy.
Das sind meine Männer, die wissen, was gute Gags sind. Die schreiben sonst auch für Olli Pocher und so einen Deppen. Mit Sicherheit. Mit so einem Witzniveau kannst du nur für Hochgeräte wie Olli Pocher schreiben. Ja, die, das Spiel ist super gut gealtert, ne? Also wenn man überlegt, das Ding ist jetzt, wird dieses Jahr 4 Jahre alt. Okay, die PC-Version, die wir spielen, wird dieses Jahr 3 Jahre alt, weil die ist ja 2016 rausgekommen. Ah. Ich habe irgendwo noch 3 Gegner, aber ich weiß nicht mehr, wo die sind. Ich habe die, glaube ich, irgendwo verloren. Ups. Naja, passiert. Alter, was ein Winkel. Ja, stell die Karre doch vielleicht gleich 180 Grad in die Kurve rein. Boah, was der Turbo ausmacht. Die Karre zieht so viel krasser durch. Es zieht so viel besser durch die Kiste, ey. Ja, diese scheiß Wellen in den LKW da geparkt, Alter. Das ist ein bisschen gefährlich an der Stelle, wenn da Leute driftend ankommen. Sollte man vielleicht auch solche auf die Streetracer ein bisschen Rücksicht nehmen. Guten Tag. Ja, Verfolgungsjagd muss ich mir auch noch liefern. Das wird glaube ich, nochmal ein ganzer Stream nur Verfolgungsjagden. Total spannend, versteht sich. Wird super lustig. So, einmal das Rennen der Eddie Challenge wunderschön abgeschlossen. Nachdem wir jetzt bei dem einen so lange gehangen haben, geht es hier jetzt erstmal reibungslos weiter. Das ist doch schon mal sehr schön. Optimal. Es gibt immer nur 7000, Alter. Das ist fast nix. Gibt viel zu wenig Knete dafür. So ein bisschen Level-Up gibt's. Das ist schon mal ganz schön. Ist etwas. Boah, der Klang hier im Tunnel, Junge. Dein Glück wird nicht ewig halten. Sieh schon mal in der App nach. Da gibt es die Daten für den nächsten Lauf. Bis dann. Dass sie jeden anruft wegen dem scheiß nächsten Lauf, ne? Das sind, also ich sag mal nur so, oh, jetzt gibt's 29.000, gibt's 12.000, nice. Die hat schon ein bisschen viel zu tun, ne? Wenn sie jedem da wirklich ein persönliches Telefon gibt, okay, vielleicht ist das auch so ein Anrufbeantworter, der ihn direkt anruft, mit einer festen Nachricht. Selbst wenn du antworten würdest, er würde nicht drauf reagieren, einfach auflegen. Und dann würde Eddie zurückrufen, was sie scheiße sollen, dass wir alle scheiße sind und er es locker fertig macht. Wir starten durch mit Lauf 5. Viel Glück. Okay, passiert hier irgendwas? Schlägt hier eine Atombombe ein oder was gibt's da zu lachen? Hab ich irgendwas verpasst? Muss doch irgendwas sein. Da sagt man nicht so böse. Da irgendwas ist hier geplant. Keine Ahnung, ob wir mitten im Weltkrieg fahren. Wie gesagt, Atombombe, gibt's ja alles Mögliche. Oder mitten in der Polizei, in der AVK. Das Rennen findet mitten in einer allgemeinen Verkehrskontrolle statt. Ist hier ein Rundkursrennen? Also wir eine Rundkurszeit fahren? Jo. Okay. Jetzt schauen wir mal. Ich habe keine Ahnung, ob wir gut genug sind, werden wir rausfinden. Da war ein deutlich schnelleres Rennen als das andere gerade. Polizeiwagen im Weg. Da macht man nichts anderes als voll reinhalzen. Okay, zeittechnisch sind wir erstmal ganz gut unterwegs. Noch, wir momentan noch ein bisschen zeittechnisch am Ausbauen das Ganze. Da geht ja noch ein bisschen was. Ah, das war jetzt nicht so schön, da sind wir fast zum Stillstand gekommen. Die Handbremse nutze ich auch immer sehr ungern, weil die Karre halt extrem langsam. Okay. Ja, gut. Keine Ahnung, wie. Natürlich bin ich überboten. Ja, klar, ich bin nur noch Vierter. Ja, super. Wo kam jetzt. Ich frag nicht. Warum lag der Polizeiwagen auf dem Dach? Oh, Bruder, war das ein schöner Winkel. Heilige Scheiße, war das schön. Da fliegt man. Was zum Geier? Warum fliegen die hier noch so durch die Gegend? Was soll das? Nein!
Nein! Wie viele Sekunden habe ich noch? Ey, bis dahin bin ich nicht ganz Ziel. Ach, scheiße, können wir direkt neu. Ja, geil, weil die Polizei hier ist. Ach, schön. Na komm, ich hau jetzt einfach ab. Die Karre ist schon wieder zu langsam, ich werde nicht mehr. So, nochmal. Nächster Versuch. Also ein Polizeimann auf dem Dach lag, okay, aber dass der zweite dann irgendwo aus der Wallerei geflogen kam, ich weiß, keine Ahnung, wo man da herfliegt, keine Ahnung. So, komm, letzte Challenge für heute. Das probieren wir noch. Ist ja auch machbar, ich habe am Ende viel Zeit in der einen Runde verloren, weil ich gegen den Polizeiwagen gebrettert bin. Schauen wir mal. Oh, die gute Musik ist ja da. Hier darf man nicht so weit rauskommen, sonst rutscht man in diese Einbuchtung rein. Wie ich das gerade einmal wunderschön gezeigt habe. Nur schön, man kann das Rennen einfach direkt neu starten, weil überall Bullerei unterwegs ist. Dementsprechend, ja, kommt man direkt in eine Verfolgungsjagd. Natürlich auch total sexy. Oh, Junge, dieser Winkel! Scheiße, noch eins, das ist sexy. Oh, okay, die Linie brauche ich bitte gleich in der schnellen Runde. Boah. Ja, der Prestige-Modus ist bockenschwer. Dagegen ist das hier einfach, ja, das ist schon richtig. Der Prestige-Modus, den möchte ich aber auch mit nichts anderem vergleichen. Das ist ungefähr so, als wenn man gerade Dark Souls spielen würde. Der Prestige-Modus macht meins wirklich nicht gut mit dem Spieler. Komm schon. Ah, ein bisschen spät. War nicht so sexy. Nee, der. Oh Gott, nee. War so schön in der ersten Runde. Okay, geht das nicht ein zweites Mal hin. Auf Kommando. Ich glaube, da geht noch mehr. Ah, zu spät eingelenkt. Hätte man noch enger schaffen können. War das jetzt ganz sexy? Andere Richtung. Och ja, komm, Alter. Schlag halt komplett zickzack in irgendeine Richtung. Kacke. Ah, oh, manchmal diese Fahrphysik. Ja, momentan führen wir noch. Muss aber leider nichts heißen. Ja, okay, das war dumm von mir. Ah, zu früh Handbremse. Jetzt muss ich halt hoffen, dass ich nie noch überboten werde. Oder unterboten halt. Weil ich kann, glaube ich, selber nicht mehr verbessern jetzt. Ne, das schaffe ich nicht mehr. Ja, dann hoffen wir mal, dass die KI das nicht noch macht. Wäre ganz gut. Komm schon. Ja, werden wir schaffen, sehr gut. Boah. Sehr schön, doch noch hinbekommen. Sehr, sehr gut. Endlich mal. Die Zeitdinger sind böse, die Zeitfahrdinger sind echt schwierig, ey. Puh. Gut. Damit 5:15 Uhr abgeschlossen. Melissa hier. Ausdauer hast du ja. Oh ja. Aber es ist noch ein sehr langer Weg bis zum Ziel. Der nächste Lauf startet, damit du Bescheid weißt. Bye. Sehr gut, aber um den werden wir uns dann erst nächste Folge kümmern, weil, oder nächste Folge, nächsten Stream, weil für heute sind wir jetzt gleich erstmal durch, nächstes Mal auch technisch dann alles taco und okay, weil wir wissen immerhin, worum es jetzt ging, oder woran es lag, dass wir diesen Fehler hatten, den hätte ich gerne mal in die Garage verschoben, weil ich hätte gerne die S13 hier vorne stehen, pack ich auch mal kurz in die Garage, weil ich will hier schöne Ordnung haben. So, das sieht ja schon mal ganz schön aus. Jetzt können wir den RWB von mir aus auch daneben stellen.
Dementsprechend, ja, haben wir ein bisschen was aufgehoben, würde ich sagen. R34 GTR haben wir jetzt hier mit gut Bums, M3 GTR und eine S13. Ja, und unsere RWB da hinten noch. Das haben wir alles, ja, jetzt erstmal soweit fertiggestellt. Wie gesagt, nächsten Stream wird das Ganze ein bisschen technisch besser sein. Schaut gerne, wie gesagt, morgen früh mal kurz auf Twitch rein oder in der Community-Tab auf YouTube. Da poste ich dann welche, ja, Streams, die kommende Woche jetzt kommen. Und ja, ich bedanke mich immer wieder wie immer für euren Support, fürs fleißige Einschalten an diesem schönen Sonntag. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Sonntag. Genießt ihn noch, bevor es dann morgen wieder mit Arbeit, Schule oder was auch immer wieder losgeht. Und ja, ich werde mit raus und wir sehen uns dann kommende Woche in den nächsten Streams. Ich glaube, morgen gibt es schon wieder einen Stream, ich denke mal schon. Guck mal, was es da gibt und bis dann. Tschö, tschö.